Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Wir sind wieder bei Yes Your Grace, jetzt nach der großen Schlacht, die Davan ganz knapp gewonnen hat. Und jetzt wissen wir, König Ivo trachtet uns mehr oder weniger nach unserem Leben. Auf der Karte können wir hier nichts mehr machen. Wir haben schon Hexe und Jäger weggeschickt. Wir haben kaum noch Soldaten, aber ordentlich Gold und Vorräte. Das ist immerhin das, was irgendwie für uns spricht. Diese Hochzeit war die hier, Ermittlungen. Übrigens, hier, ich sehe gerade bei der Ermittlung, wir haben einen seltsamen Brief ohne Unterschrift erhalten. Er wies ihn an, einen Wald in der Nähe von Branka zu besuchen, um einen möglichen Hinweis auf die Untersuchung zu finden. Das kann ja auch fingiert gewesen sein, dieser Hinweis, von der Person, die wirklich für den Mord verantwortlich war, die einfach nur auf Lord Etten fingieren wollte. Ne? Also, und dasselbe auch der Brief, den wir da gefunden haben. Der könnte ja absichtlich platziert worden sein, um den Verdacht auf Lena zu lenken, weil sie halt auch ein Motiv hat. Der Zahn könnte platziert worden sein, um den Verdacht auf Noaxay zu lenken, oder Noaxay könnte ihn wirklich dort verloren haben, ohne dass er was mit dem Anschlag zu tun haben könnte. Also ich glaube nach wie vor, diese drei sind nicht die Täter. Ich glaube immer noch, es ist Ivo. Ein Reiztentakel. Ja, ich weiß nicht, Kutolinchen, das stimmt schon irgendwo. Religion spielt ja zumindest in unseren westlichen Gesellschaften, sage ich mal, eine immer geringere Rolle. Es gibt immer mehr Atheismus, immer weniger tatsächliche Religionspraxis und Anhängerschaft. Aber es gibt vielleicht gibt es auch mehr so Pseudo-Religionen inzwischen. Ich weiß nicht, ich habe mir das noch nie so richtig durchdacht irgendwie. Wie sich das so verhält, ne? Ja, oder es ist eine Frage von Wahrnehmung, ne? Der Konfessionslose Teil nimmt zu und vielleicht nehmen wir das einfach viel stärker wahr, obwohl es immer noch eine Minderheit ist. Das kann schon sein. Möchte ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen, weil ich das auch gar nicht kann, aber spannende Gedanken auf jeden Fall. So, wir unterhalten uns gerade darüber, wie das denn so ist früher mit Dämonen, wo man sich viele Dinge erklären konnte über Mythen und Co. So. Ach, guck mal, die drei sind auch jetzt schon gekommen. Alle drei. Ich habe aber eigentlich nur einen eingeladen. Ist das jetzt unabhängig von der Einladung? Könnte sein. Na gut, willkommen und danke, dass ihr auf meine Bitte hingekommen seid. Ich habe euch alle hierher gebeten, eure Führung und auch eure Unterstützung zu erbitten. Davan ist in Gefahr. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir gerade eine Schlacht gegen Radovia gewonnen, aber es hat sich ein neuer Feind erhoben. Ivo, der Sohn von König Talis, bedroht mein Volk. Schlimmer noch, er hat meine Tochter. Ich habe Angst um sie. Ich nehme an, ihr bittet uns um Soldaten. Womit hätten wir es zu tun, wisst ihr das? Vor der Schlacht mit Radovia bot mir Talis 3000 Mann an. Wir erwarten, dass dies die Armee ist, die Ivo gegen uns aufstellen wird. Verdammter Mist. Ich habe zwar schon von größeren Armeen gehört, aber ich selbst bin nicht in der Lage, dem gleichzukommen. Angenommen, Koaril hilft Davan, dann fehlen euch immer noch 2000 Mann. Das gilt auch für uns. Prakis, zwar wohlhabend wie sonst auch, hatte immer nur eine kleine Armee zur Verfügung. 1000 Mann ist das Beste, was wir euch anbieten können. Ihr vergesst, dass ihr die Schlacht nicht auf offenem Feld schlagen müsst. Die Verteidigung des Schlosses mit halb so vielen Männern wie der Angreifer wird sicherlich ausreichen. Werdet ihr uns alle helfen, dann ist es beschlossen. Vielen Dank für die Hilfe. Noch ist doch noch gar nichts beschlossen, oder? Die haben ja nicht gesagt, wir stellen dir das zur Verfügung. Ja, werdet ihr uns also alle helfen? Kann Davan also auf eure Hilfe zählen? Nicht so schnell. Für den Anfang.
Ivo hat sich wahrscheinlich seit dem Tod seines Vaters darauf vorbereitet. Wir haben nicht annähernd so viel Zeit, um uns vorzubereiten und so weit zu marschieren. Das stimmt. Selbst wenn wir es gleich machen, ist es nicht leicht, 1000 Männer zu bewegen. Wenn wir uns beeilen, könnten wir Gräf nur gerade noch rechtzeitig erreichen. Die Zeit steht gegen uns, ja. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass es klappt, ist es nicht so einfach. Seht. Bei all diesen Radovianern hatte ich in den letzten Wochen selbst ziemliche Schwierigkeiten. Nun, ihr seid der Hauptgrund, wegen dem sie überhaupt hier sind, nicht wahr, Erik? Nach ihrer letzten Schlacht haben sich zahlreiche überlebende Radovianer in unserem Land verstreut. Wenn ihr mir helft, die Überbleibsel loszuwerden, gebe ich euch meine Armee. Ich will, dass sie alle verschwinden. Oh, aber warum nicht den armen Leuten helfen? Ist es die einzige Möglichkeit, sie zu töten? Ich bestehe nicht auf das Töten, aber helft ihnen auch nicht. Irgendwann müssen sie woanders hingehen, oder sie werden einfach verhungern. Ich würde euch raten, sie alle abzuschlachten. Wer weiß, was sie mitgebracht haben. Barbarisches Ungeziefer kann Krankheiten übertragen, ganz zu schweigen von den Monstern, bei denen Erik bereits das Vergnügen hatte, sie zu treffen. Der Versuch, sie auszuhungern, wird sie nur noch verzweifelter machen, sodass sie eher aggressiv werden. Ich nehme an, er hat nicht Unrecht. Ich bin kein Freund des Tötens, aber wenn ich zwischen meinem hungernden Volk und denen wählen müsste, würde ich mich für deren Untergang entscheiden. Was ist mit euch allen los? Wir sollten ihnen helfen. Sie sind Menschen, wie alle anderen. Ich mag euch, Erik. Also hier ist mein Gegenangebot. Helft allen Radovianern, denen ihr begegnet, und ihr bekommt meine Armee. Radovianer dies, Radovianer das. Ich habe dieses Gespräch satt. Ich habe nichts mit denen zu tun. Jeles ist viel zu weit weg, als dass sie dorthin reisen könnten, und ich kann mir nichts von diesem Gespräch versprechen. Ich werde mich verabschieden. Ach, lass ihn gehen, den alten Narren. Wenn die Radovianer durch die Berge marschieren konnten, hält sie meiner Meinung nach nicht viel davon ab, nach Jeles zu marschieren. Aber was weiß ich. Hör zu, Erik. Ich vermute, dass Atana etwa 19 Wochen brauchen wird, bis sie es schaffen, eine Armee nach Davan marschieren zu lassen. Warum einigen wir uns nicht, und ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Sagen wir, wenn ich keine Probleme mit den Radovianern habe, dann werde ich euch meine Männer leihen. Oh, so ist das also. Wollt ihr die Leute verhungern lassen, Erik? Das spricht sich herum. Wenn ich höre, dass ihr euch weigert, dem Volk von Radovia zu helfen, dann könnt ihr nicht mit mir rechnen. Wie kann ich jemanden unterstützen, dem das Leiden der Menschen gleichgültig ist? Hat Ivo euch nicht schon ein Monster genannt? Beweist nicht, dass er recht hat, Erik. Tut, was ihr tun müsst. Wir sehen uns in 19 Wochen. Ich werde auch noch einmal vorbei können. Wir können alles noch einmal durchgehen. Das hätte besser laufen können. Ja. Das stimmt. Bitte was? Was ist passiert? Das muss ich gleich noch nachlesen. Varid, ich dachte, du wärst schon weg. Ich war auf dem Weg und dann... Ich habe eine eurer Töchter getroffen, die für ihr Alter recht reif scheint. Seht ihr? Eine Ehe für eine Armee. Und ich hielt dich für einen Narren. Ich sehe, dass ich mich geirrt habe. Was sagt ihr also? Wollen wir das nochmal machen? Ich meine, wir haben Azalia gerade versprochen, dass es uns leid tut. Das geht nicht. Nee. Diesmal schließe ich es aus. Nein, no way. Ich habe bereits eine Tochter für eine Armee weggegeben und seht, wo uns das hingeführt hat. Seht, wie das ausgegangen ist, genau. Atana marschiert wahrscheinlich schon ein. Sie könnten schneller hier sein, als ihr denkt. Ich könnte die Gesellschaft von jemandem gebrauchen, der energischer ist. Das Angebot steht. Wenn ihr eure Meinung ändert, lasst es mich wissen. Na super, ey. So, ihr müsst Vorräte aufsparen, um euch auf die Belagerung vorzubereiten. Um Vorräte beiseite zu legen, klickt im Ressourcenabschnitt auf die Schaltfläche Plus. Wenn ihr genug Vorräte gesammelt habt, ergibt das eine Kiste mit Lebensmitteln. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Stück, okay. Um alle während der Belagerung ernähren zu können, benötigen wir 5 Kisten mit Vorräten.
Okay, also 5 würden reichen. Wir haben derzeit 73. Die Armee ist sowieso minimal, nur 40 Leute, na super. Immerhin, wir kriegen aber jetzt anscheinend immer noch 10 pro Runde. Das ist gut, das heißt, wir kriegen 190 Mann alleine schon wegen unserem Trainingsgelände. Ja, genau, die kriegen wir immer noch. Das ist natürlich gut, dass wir das gemacht haben. Jetzt ist das Problem, dass wir Ressourcen sichern müssten. Also mit 30 Ressourcen oder 40 Ressourcen hätten wir auf jeden Fall eine Kiste voll. Mit 30, glaube ich, hätten wir auch schon eine voll, ne? Wie viele Vorräte wollen wir pro Runde behalten? Ich würde sagen, so 43, das ist eine ganz gute Zahl. Und wenn wir jetzt noch Gold gegen Vorräte eintauschen könnten, das wäre cool. Ich glaube aber, dass gerade das nicht geht mit dem Bankier, ne? Da kann man sich, glaube ich, nur einen Kredit nehmen, aber das hat nichts mit Vorräte-Goldtausch zu tun. Es gab ja eine Person, mit der konnten wir Vorräte gegen Gold eintauschen, aber wir haben ja eher zu viel Gold, aber wenig Vorräte. Das ist ja unser Problem, ne? Na gut, eine Ressource oder eine Kiste haben wir auf jeden Fall schon mal hier direkt gesammelt. Das ist doch schon gut. 30 Vorräte hier. Okay. Capo. Das ist jetzt schon Woche 32. Die Könige haben uns gebeten, unmögliche Aufgaben zu erfüllen. Und selbst wenn wir einige von ihnen erledigen, könnten ihre Armeen nicht rechtzeitig ankommen. Wir müssen einen anderen Weg finden, um mehr Männer zu bekommen. Aber wer kann uns jetzt noch helfen? Die Lords werden uns definitiv keine weiteren Männer mehr geben können, nachdem wir all ihre Truppen verloren haben. Natürlich. Vielleicht können wir die Dorfbewohner versammeln. Jede Hand zählt. Wir haben vielen von ihnen geholfen, aka vielleicht ein Fünftel von denen. Es ist Zeit, dass sie das erwidern. Ich glaube aber nicht, dass viele Bauern lesen können. Also wird es nicht funktionieren, einfach Tauben zu schicken. Es wäre am besten, Agenten zu schicken und sie direkt zu fragen. Euer Gnaden. Euer Gnaden, spreche ich mich gerade selber an? Um die Bauern in den Thronsaal einzuladen, schickt einen Agenten in das gewünschte Dorf auf der Karte. Okay. Jetzt muss ich mal kurz in den Chat reingucken. Die Mehrheit sicher nicht, aber leider noch existierende Kräfte, die zuweilen auch Einfluss ausüben, ja. Siehe ein Ken Ham, der meinte, er müsste mit offiziellen Geldern diese Kreationistenkram mittels Archennachbau propagieren. Habe ich jetzt persönlich nichts von gehört, aber solche Spinner gibt es natürlich immer. Zumindest in D ist es damit nicht ganz so weit. Ja, da gebe ich dir sofort recht. Und auch aus Angst, ein Tentakel in den Nacken geopfert zu bekommen. Gepfeffert zu bekommen. Klatsch. Aua. Tasti-tasti, Kutulinchen verhaut mich im Chat. Eigentlich magst du es. Gib es zu. Versaugnapf zu werden ist toll. Bedenke aber, dass du kaum Unterhaltskosten hast für die Armee, sprich deutlich mehr Vorräte. Das stimmt, Pandoron, das stimmt. Aber ich will jetzt trotzdem, falls Bauern noch was brauchen oder so. Wir schauen mal. Erstmal kommt hier König Varit. Erik, du hast nach mir geschickt. Stimmt, habe ich gemacht. Kannst Azalias Hand haben? Ja, toll, jetzt haben wir ihn umsonst eingeladen, denke ich mal. Aber wir könnten ihn noch mal rufen. Toll. Nee, das ist erstmal alles. Ich mach das nicht. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, mache ich es nicht. So, viele Bauern. Das heißt, wir verlieren ganz viel Ressourcen. Ich habe das Spiel durchschaut. Euer Gnaden, ach, das ist die mit dem Baum wieder. Es scheint, dass eure Gaben geholfen haben. Die Götter haben sich beruhigt. Aber Volos ist immer noch irgendwo da draußen. Wir warten nur darauf, dass das alles aufhört. Wir sind sehr dankbar für eure Hilfen, euer Gnaden. Verzeiht, ich habe immer aufstoßen gerade. Wir sind sehr dankbar für eure Hilfe, euer Gnaden. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Hey, zwei Moral. Juhu. Scheint eine abgeschlossene Quest zu sein. Sehr gut. Euer Gnaden, um sich auf die Belagerung vorzubereiten, könnte es eine... Verzeihung, könnte es eine gute Idee sein, Verbesserungen an der Festung vorzunehmen. Ausrüstung und Festungsverstärkungen könnten sich als lebenswichtig erweisen. Oh ja, und wir haben ja hier vieles, was im Argen liegt.
Ich habe eine Liste mit Verbesserungen hinzugefügt, die ihr überprüfen könnt. Ihr werdet diese in eurer wöchentlichen Zusammenfassung sehen. Okay, also können wir da unser ganzes Gold reinsetzen wahrscheinlich. Schauen wir mal. Euer Gnaden, mein Mann ist schwer verwundet. Er ist ein Jäger und hatte bei seiner letzten Jagd einen Unfall. Er wurde von einem Hirsch verletzt. Das Geweih verhedderte sich in seinem Köcher und er wurde von seinem Pferd gezogen. Er überlebte nur, weil der Riemen riss. Andernfalls hätte ihn der Hirsch durch den gesamten Wald gezogen. Er ist jetzt sehr krank. Könnt ihr uns helfen? Die Hofhexe? Ja, die ist leider nicht da. Ich kann euch nur Gold anbieten. Dies sollte ausreichen, um Medizin zu kaufen oder einen Heiler zu bezahlen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn es ein Jäger ist, wir vielleicht noch einen zweiten Jäger bekommen. Manchmal ist ja im Spiel schon die Rede von die Hexen und so. Also es gibt ja vielleicht sogar mehrere von diesen Beratern. Vielleicht ist das sogar sinnvoll. Oh, ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen könnte. Bei so viel Gold bin ich mir sicher, dass er das tun wird. Danke, euer Gnaden. Oh la la. Hauptsache, sie macht jetzt nichts anderes damit. So, noch ein Bauer. Euer Gnaden, mein Land wurde geplündert. Ich wurde ausgeraubt von einer Horde tobender Radovianer? Raubtiere, euer Gnaden. Kaninchen. Das ist ein ernstzunehmendes Problem, wenn ihr ein Salatbauer seid. Okay, nehmt das Gold. Versucht jemanden zu finden, der euch bei der Jagd nach den Kaninchen hilft. Ich habe gerade keinen, aber... Oder investiert in einen besseren Schutz der Pflanzen vor Schädlingen. Ah, danke, euer Gnaden. Ich werde dies mit Bedacht investieren. Na, herzlichen Glückwunsch. Mal gucken. Noch ein Bauer. Euer Gnaden, ich bin Poulonné, ein bahnbrechender Maler. Ach, nicht schon wieder so ein Künstler. Ich komme mit einem Sonderangebot zu euch. Ich habe immer in Davan gelebt, also bin ich zuerst zu euch gekommen, mein König. Ich bringe euch mein bestes und wertvollstes Gemälde. Der geht sicher in die nächste Kneipe. Ich hoffe nicht. Die Adligen werden sich wahrscheinlich darum reißen, wenn ich es versteigere. Aber ich wollte euch die Chance geben, es zu bekommen, bevor jemand anderes es nimmt. Meine Bilder sind in allen Nationen bekannt. Aber ich glaube nicht, dass ich euch das sagen muss. Ich weiß, dass ihr eines meiner Werke habt. Das von den grauen Bergen? Ja, natürlich, ja. Es ist wunderschön. Sag mir, was hast du für mich, Paulon? Ich habe ein Gemälde der Schlacht von Umbriana. Es ist etwas abstrakt, voller Emotionen. Es zeigt die Soldaten, die auf ihren Feind zu rennen. Im Hintergrund ist ein abnehmender Mond. Und ein großes Feuer erstreckt sich über das gesamte Schlachtfeld. Es heißt Feuer bei abnehmendem Mond. Aber es sieht einfach aus wie ein paar Quadrate. Es ist ein impressionistisches Gemälde, euer Gnaden. Ich bin ein Pionier in dieser mutigen und fantastischen Kunstbewegung. Wie viel wolltest du noch gleich dafür? Ich habe einen Sonderpreis für euch, niedriger als für alle anderen. 12 Goldstücke. Das könnten wir doch theoretisch diesem Grego anbieten, ne? Dann verbrennt er das wieder. Aber wir würden von Grego 18 Goldstücke kriegen und 12 zahlen. Hätten wir 6 dazu gewonnen. Strategie-Nerd, hallo, guten Abend, schön, dass du da bist. König Tasti ist der Beweis dafür, dass es Künstlern auch schon vor Corona schlecht ging, Kappa. Ja, schon, ne? Soll ich das nehmen und ein bisschen Geld damit machen? Eigentlich ist das doch eine weise Entscheidung, oder? Es kann halt nur sein, dass wir jetzt zu wenig Gold übrig haben, um in der Runde irgendwas auszubessern dann. Kunsthändlerseele ist erwacht. Na gut, ich nehme es. Es würde sich vielleicht gut in der Ratskammer machen. Danke, Paul. Wenn ihr noch etwas habt, kommt gerne wieder. Oh, ich fühle mich sehr geehrt, dass meine Bilder die königlichen Wände schmücken. Danke, euer Gnaden. Er weiß ja nicht, dass wir sein letztes Gemälde bereits verkauft haben. Okay. So, Karte. Oha,
wie viele Orte wir jetzt bereisen können hier. Das ist ja richtig viel. Sollten wir jetzt einen bestimmten Ort aufsuchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können auf jeden Fall auf der Karte hier die Bauern anwerben, hier in den Orten, ne? Vielleicht sollten wir da hier erstmal starten. Suche am besten Dörfer, denen du geholfen hast, auf. Welche waren denn das? Das sind doch alles andere Dörfer jetzt hier. Oder? Habt ihr da mehr Informationen? Dann lasst es mich bitte wissen. Aber ich glaube, diese Dörfer hier haben wir alle noch nie gehabt, namentlich. Ja, aber ich kann mich auch an ein paar erinnern, aber die tauchen jetzt hier nicht auf. Sehr, sehr sicher sogar. Also wenn ihr mich da jetzt nicht auf einen Holzweg führen wollt, dann seid bitte ehrlich zu mir, ob das jetzt hier ganz neue Dörfer sind, weil dann ist es ja egal. Ne? Das Spiel kann ich mir nicht entgehen lassen. Also ich bin mir recht sicher, dass zumindest die meisten davon Dörfer sind, gerade hier hinten, da waren wir noch nie. Pandoron vermag das nicht zu beurteilen. Also ich weiß, wir haben drei Dörfer gehabt von dieser komischen Hexe. Die haben wir alle besucht und das sind... Hier ist keins dieser Dörfer. Also das sind alles andere. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das hier alles ganz neue Dörfer sind. Wir dich auf den Holzweg führen, aber wir doch nicht. Nie würden wir sowas machen. Ja, genau. Ihr würdet das nie tun, bestimmt. Ich nehme jetzt einfach mal ein Dorf. Also ich will jetzt ungern hier irgendein Dorf bei den Feldern nehmen, weil die Felder brauchen wir ja noch. Aber so ein Dorf hier im Wald oder hier bei den Sümpfen könnte man schon argumentieren. Wegen der gewonnenen Schlacht. Wenn Tastenhauer in Quarantäne nichts mehr zu essen gehabt hätte, wäre er dann Tastenkauer. Oh Gott. Hallo Don Soldier HD. Das war ja mal ein Auftakt. Totkuhn klingt so hoffnungsvoll. Nimm das. Totkuhn, wo war das denn? Hier unten. Ich habe mich aber schon anders entschieden im Kopf. Ich habe hier Rünneker ausgemacht, weil das liegt hier an einem Ort. Da scheint es auch nicht viel um Nahrungsproduktion zu gehen. Vielleicht haben die ein paar übrig. Rünneker. Audienz verlorener? Babuschka. Jetzt sieht man auch, wer Fieber im Dorf. Überflutetes Dorf, Liebesprobleme, Armut, Dorf in Flammen, Ernteprobleme, neues Gasthaus. Jarocki. Tavernengeschäft. Der Baumkult. Das ist die Frau, die immer vom Baumkult kam. Ah, jetzt sehen wir das auch mal. Audienz Gold für Stiefel. Haha, den haben wir doch schon mal eingeladen hier, den Typen. Kennt ihr den noch? Verwundeter. Das war mit Babuschka. Nebengeschäft. Ich erinnere mich. Angegriffenes Dorf. Genau, um Bauern zu rekrutieren, musst du einen Bauern einladen. So sieht's aus. Die Probleme klingen alle so voller Hoffnung und Glück, als wäre Kutulinchen sauknapfend durch deren Reihen gewandert. Ja, nee, ich glaube, das ist die Frau, die hier Sorge hat, dass wir mit Babuschka fertig werden. Den Baumkult finde ich auch noch interessant. Oder Tavernengeschäft. Neues Gasthaus. Da müssen wir bestimmt wieder investieren, oder? Ah, vielleicht kriegen wir dann wieder mehr Gold. Ernteprobleme. Dorf in Flammen. Liebesprobleme. Armut im Dorf. Fieber im Dorf. Verlorener. Irgendwas. Babuschka. Ich kann mich nicht entscheiden, Mann.
Laden wir uns den Bettler zuerst ein. Ich hätte schon fast den Penner gesagt. Holen wir uns den zuerst. General, los geht's. Wir kriegen bestimmt viele Streitkräfte durch ihn. Nicht. Oh Mann, oh Mann. So, dann laden wir als Verbündeten den einzigen ein, der jetzt Sinn macht, nämlich, naja, nicht König Varid, aber auch nicht Etten, auch nicht Lurs, sondern Grego. Der hat noch 80 Mann und 3 Vorräte. Dann verkaufen wir ihm diese Schlacht um Brianna. Richtig so, Kutulinchen gesaugnapft wird nur im Chat. Richtig, richtig, richtig. Okay, haben wir noch was zu erledigen hier jetzt? Ich gehe noch mal gucken. In der Burg. Oh ja, in die Gärten sollten wir noch mal gehen. Mit Azalia reden. König Varid bat um deine Hand. Er sagte mir, er würde dich gerne heiraten. Was? König Varid? Aber er ist alt. Also echt alt. Vater, du kannst mich nicht dazu zwingen, ihn zu heiraten. Von allen Menschen, warum würdest du ihn auswählen? Meine Kleine, ich habe noch niemanden ausgewählt. Ich habe seinem Angebot noch nicht zugestimmt. Ich wollte zuerst sehen, was du denkst. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich wusste, dass du das niemals wollen würdest. Natürlich würde ich nicht. Es tut mir leid, ich hoffe wirklich, dass wir das nicht tun müssen. Oha. Tentakelknuddler für alle. Sehr schön. Boah, ich habe heute Aufstoßprobleme irgendwie. Es tut mir leid. Ich hoffe, das stört euch jetzt hier nicht. Ich kann es leider nicht abstellen. So, ja, Varid warb um die Hand von Azalia. Er bietet im Gegenzug eine ziemlich große Streitmacht an. Oh, wirklich? Was ließ ihn denken, dass wir Azalia ihn heiraten lassen würden? Die Streitmacht. Wir brauchen einen Prinzen, keinen alten Furz. Er weiß, dass wir verzweifelt nach Soldaten suchen. Es könnte nichts mehr von Davan übrig sein, wenn wir verlieren. Schlägst du vor, wir sollten dem zustimmen? Nein, ehrlich gesagt, nein. Nein, 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 nein. Verheirate Azalia doch an Aurelia. Nein, natürlich nicht, jedoch. Wenn wir nicht genug Soldaten sammeln, wird Atana diesen Ort dem Erdboden gleich machen, zusammen mit uns allen. Das können sie nicht tun, warum fliehen wir nicht einfach? Wenn wir wissen, dass wir verlieren werden, worum geht es dann noch? Was für ein König wäre ich, wenn ich mein Volk sterben lassen würde? Wir müssen es versuchen. Wir haben noch etwas Zeit, uns vorzubereiten. Hoffentlich werden andere Könige zustimmen, uns zu helfen. Was machen wir jetzt, Erik? Die Götter haben uns verurteilt. Wir haben kein Glück. Alles läuft einfach furchtbar schief. Manchmal wünschte ich, wir wären nur Bauern. Beruhige dich, alles wird gut. Ich werde dafür sorgen, dass du und die Mädchen während des Kampfes in Sicherheit seid. Du solltest dir nicht so viele Sorgen machen. Gehe und lege dich hin. Gut, ich werde versuchen einzuschlafen. Tja, wunderbar. Klingt alles nicht so wunderbar toll. Mal schauen, was wir jetzt an Geld noch ausgeben dürfen in der Übersicht. So. Lästiger Kobold, einen Jäger zu schicken. Und wir haben dem Farmer geholfen. So, bei Lorsulia gibt es einen neuen Eintrag. Genau, weil wir ihn konfrontiert haben. Bedrohte ihn. Azalia. Ja, da ist jetzt hier das neue Angebot von Varid. War ziemlich angewidert. Sedani war sehr aufgeregt, dass sie bald ein Geschwisterchen haben wird. Möchte wirklich einen kleinen Bruder haben. Und Aurelia, unsere Frau, gefiel ihr nicht, aber sie ist äußerst besorgt wegen der Schlacht. Mal gucken. Ja, liebe Leute, dann auf in die Übersicht. Wir haben viele, viele Vorräte und nicht ganz so viel Gold mehr. Aber wir müssten ganz viel, müssen wir viel Gold ausgeben. Ich glaube, der Bankier muss noch mal kommen. Guckt euch das mal an. In 18 Runden müssen wir 150, 190 Gold ausgeben. Und wir haben gerade mal 31 übrig und müssen auch noch die Leute bezahlen. Puh.
Ui, ui, ui. Aber wir brauchen nur 100 Leute? Ist das richtig? Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge übrig. Wir bezahlen nur einen Vorrat für die Armee derzeit. Das heißt, wir können hier... Ja, so viel wollte ich vielleicht nicht ausgeben. Vielleicht so viel, dass wir 33 übrig haben. Dann haben wir schon mal zwei Kisten angesammelt. Und wir können die Mauern verstärken gegen feindliche Triböcke. Heißes Öl können wir auch machen und Bergbauausrüstung. Erlaubt Minenarbeiten unter den Festungsmauern, falls benötigt, oder heißes Öl von den Mauern herabwerfen. Ja, ich glaube, Bergbauausrüstung ist ganz gut. Das machen wir mal. Dann haben wir noch 13 Vorräte. Das ist ganz okay. Und wir werden uns dann auch schon mal... Werden wir jetzt schon mal die Mauern verstärken? Dann haben wir aber nicht mehr genug übrig, ne? Für die nächste Runde. Genau, wir haben ja die Schlacht vollzogen, Don Soldier, gegen Radovia. Da hatten wir 1000 Mann. Aber jetzt brauchen wir offenbar selber nur 100 Truppen und müssen halt sehen, dass wir uns noch verbünden mit Königen, damit wir irgendwie die Belagerung hier aushalten, ne? Oh, verzeiht. Nichts sagt so schön herzlich willkommen wie eine Ladung siedendes Öl. Ja, aber die haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Das müssen wir später machen. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal dabei und holen uns den Bankier für einen Kredit. Das wird jetzt notwendig werden bei so teuren Sachen. Denn ich will das Maximum davon bekommen, auf jeden Fall. Woche 33. So, Alena, der Jäger und der General kehren zurück. Aber wir werden erst uns anschauen, was sie zu sagen haben in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal von euch bei YouTube, von den Zuschauern dort. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!